So, habe ich meine Arbeit eigentlich jetzt freigegeben? Ja, habe ich. Okay. So, ja, Brennholz ist ein Thema gerade. Wir machen mal schneller. Die müssen das Ding hier mal fertig machen. Dorfbewohner. Oh, jetzt sind es ein Dorfbewohner abrohren. War belastend. Ja, baut mal das Ding fertig, dann kriegt ihr auch Feuerholz. Ihr müsst auch mal ein bisschen mitdenken, Leute. Aber ich glaube, wir hatten auch gerade einen Schneesturm, kann das sein? Also da wird ja nochmal mehr Holz verbraucht. So, hoffen wir mal, dass wir das jetzt hier in den Griff kriegen. Haben die den Arzt hier hinten schon gebaut? Wo habe ich den denn hingesetzt? Da. Ja, der ist gebaut. Okay, arbeitet aber noch keiner drin. So. Neues Jahr, neues Glück. Uns ist nur einer erfroren, ne? Verhungert ist uns keiner jetzt gerade. Das richtig mitbekommen habe. Hier Nutztiere geboren, das ist gut. Gehen wir jetzt langsam mal wieder zum Thema Schlachten über. Da sind wir bei 4 von 13. Das ist natürlich nicht so optimal. Da sind wir bei 8 von 10. Bei 12 von 10. Okay, wir gehen noch. Ja, aber wieso denn eigentlich 12 von 12? Fällt mir gerade auf. Ich habe doch die Herdengröße auf 10 runtergesetzt. So. Kommt nämlich auch mal wieder ein bisschen Fleisch rein. Da ist auf 10 runtergesetzt. Hier muss ich noch auf 10 runtersetzen. So. Ich überlege auch noch, ob wir den Bauernhof überhaupt ausbauen oder ob wir den so lassen, wie er ist. Ich glaube, die unausgebauten funktionieren einfach besser. Ist halt auch schade, dass man nicht wieder zurückstufen kann. So. Okay, dann mal ab aufs Feld mit euch, Leute. So, wir machen aber auf einfacher Geschwindigkeit erstmal. Ja, die haben jetzt reichlich zu tun. Also wir sollten uns jetzt tunlichst zurückhalten hier mit Baustellen. Alleine die Mauer, die noch gebaut werden muss, ist halt Problem. Okay, hier sind die Steine auf jeden Fall noch. Wie sieht's denn hier mit unserem Arbeitslager eigentlich aus? Moment. Das könnten wir ja auch mal wieder ein bisschen umpositionieren. Mal wieder so machen und mal hier hinsetzen. Dann können die Steine und Holz abbauen. So. Ja, Zufriedenheit ist halt eher so meh, weil es nichts zu essen gibt. Dass wir jetzt die Felder ein bisschen um... Wobei, so viel umstrukturiert haben wir gar nicht. Aber dass wir jetzt die Felder ein bisschen abgeändert haben, das dauert halt, bis das eine Auswirkung zeigt, ne? Seitdem ich die Scheune ausgebaut habe, geht nichts mehr. Keine Milch, kein Fleisch, abreißen, neu bauen, alles nichts gebracht. Echt? Also, das geht. Hast du deine Kühe eingezäunt? Ich hatte Probleme, also zumindest bei den aufgewerteten. Deswegen zäune ich die nicht mehr ein, was mich jetzt vor andere Probleme gestellt hat, weil die wild durch die Gegend rennen, was ich vorher nicht hatte. In meinem letzten Spielstand war es so, wo ich die eingezäunt habe, hat das für viel Probleme. Ohne Zaun, okay. Nachdem ich dann die Zäune weggemacht hatte, hat es nämlich geklappt wieder. Aber nee, eigentlich funktionieren die jetzt bei mir ganz gut. Auch was Milchproduktion und so weiter angeht. Müssen halt gucken, das muss jetzt halt auch wieder anlaufen mit der Milchproduktion. Milch haben wir gerade zum Beispiel keine. Okay, da kommt Milch, die muss halt zu Käse verarbeitet werden. Ich glaube, die kommt halt aktuell gar nicht dazu, zu Käse verarbeitet zu werden. Ich habe zu wenig Bewohner und es kommen keine nach. Ja, heftiger Teufelskreis, habe ich auch. Problem ist halt, wenn du zu wenig Bewohner hast, kriegst du die Nahrung nicht unter Kontrolle.
Wenn du die Nahrung nicht unter Kontrolle kriegst, ist die Zufriedenheit sehr niedrig. Und wenn die Zufriedenheit sehr niedrig ist, kommen keine neuen Bewohner. Das ist halt... Problem. Also ich habe schon das Gefühl, wenn die Zufriedenheit ordentlich ist, werden halt auch eher neue Bewohner angezogen. Ja, ja, Feuerholz ist immer noch knapp. Wir arbeiten dran. So, ach guck mal, der erste Händler ist sogar schon da. Ja, und mittlerweile tun wir auch, wir haben aktuell auch keinen Überschuss an irgendwas, was wir gut verkaufen können, was uns finanziell jetzt nicht in Nöte bringt, aber ich schiebe jetzt aktuell eher das Geld aus meinem Lager in den Handelsposten als andersrum. Das gefällt mir nicht so ganz. Das ist mit meiner kaufmännischen Ausbildung nicht so zu vereinbaren. So, wir könnten ein bisschen Fleisch kaufen. Das ist auch gerade günstig. Komm, hier mal so für... Das ist halt auch nicht viel, was man dann kauft, ne? Achso, das Gold ist noch nicht da. Müssen wir noch warten, bis das Gold hier eingetroffen ist. Ich weiß nicht, das ging auch mal instant. Mittlerweile dauert das irgendwie ewig. Frag mich, warum die Unterhaltung bei denen so niedrig ist. Ich meine, mehr als Theater und Kneipen kann ich ja nicht bauen. Irgendwie mal ein bisschen schneller machen. Könnt ihr das Gold mal bitte hier ankommen? Hallo? Wie? Areskia, grüß dich. Hast du einen Tipps für Beginn? Ja, das kommt jetzt drauf an. Ich würde nicht im Ödland anfangen. Das ist schon mal ein guter Tipp. Nee. Mit Tipps tue ich mich immer schwer. Also wenn du konkrete Fragen hast, dann da kann ich besser mitarbeiten. Sagen wir es mal so. Ja, tendenziell ist es, ich sage jetzt mal, ein grundlegender Tipp. Versuch die Wege kurz zu halten. Gib deinen Leuten nicht zu viele Aufgaben auf einmal. Also nicht zu viele Baustellen gleichzeitig haben. Ansonsten ist ein Tipp, fang zeitig mit den Feldern an. Gerade die ersten Felder brauchen sehr, sehr lange, bis sie fertig gebaut sind und dann wirklich Ertrag bringen. Das heißt, die sollte man relativ zeitig ansetzen, sobald man ein paar Leute frei hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, gerade am Anfang und auch im späteren Verlauf, auch wenn es mühselig ist, im Winter... Also im Herbst, wenn hier so ungefähr, ne? Wenn die Felder fertig sind, die Bauern vom Feld runternehmen, damit die im Winter Holz hacken und Steine klopfen können. Und natürlich nicht vergessen, immer darauf zu achten, dass du hier immer Bäume und Steine markiert hast zum Abbauen. Was die dann halt das ganze Jahr über und gerade im Winter, wenn die Bauern dann noch mit zugeteilt sind, machen können. Und natürlich darauf achten, dass das nicht zu weit weg ist. Ne? Also es bringt dir jetzt nichts irgendwo hier hinten. Klar, irgendwann kommt man nicht mehr drum rum, aber gerade am Anfang bringt ja nichts hier hinten jetzt Steine abzubauen. Zum Beispiel, wo das Stadtzentrum hin? Also eher am Wasser oder eher nicht? Das ist ja immer, kommt jetzt drauf an, was du so für eine Map zur Verfügung hast. Also ich sage jetzt mal, Wasser ist natürlich interessant, weil Fische. Du sollst, also ich sag jetzt mal so, mit dem Stadtzentrum am Anfang, wenn du deine Map sozusagen besiedelst, wo du dir den Startpunkt aussuchst, guckst du, hast du Fischgebiete in der Nähe, hast du Jagdgebiete in der Nähe, also am Anfang im Zweifelsfall entweder Jagdgebiet oder Fischgebiet, eins von beiden brauchst du definitiv. Wie viele Bäume sind in der Nähe? Wie viele Steine sind in der Nähe? Wie fruchtbar ist das Land? Du kannst mit F kannst du dir die Fruchtbarkeit anzeigen lassen. Farblich. Also beim Starten, wenn du gerade dabei bist, dein Stadtzentrum zu setzen, hast du die Skala hier oben nicht. Aber von der Farbe her kannst du gucken. Umso dunkler das Grün, umso höher die Fruchtbarkeit. Das ist halt wichtig. Das ist natürlich biomabhängig. Und dann guckst du. Siehst du eventuell schon Eisenvorkommen? Siehst du, was am Anfang wichtiger ist, Sand? Siehst du Ton? Was halt auch wieder biomabhängig ist. Also Ton habe ich zum Beispiel nicht. Ich krieg Ton nur über Händler. Du musst halt gucken, dass du in deinem Einzugsgebiet
möglichst viele verschiedene Rohstoffe hast, hast du für deine Sammler gute Sammelgebiete. Also sprich hier Kräuter, Nester, Weißdorn, Heidelbeerbüsche. Wenn du Heidelbeerbüsche hast, die kannst du umpflanzen. Bau einen Sammler, geh über die Map, die du siehst, und zieh die ganzen Heidelbeerbüsche in den Einzugsbereich deines Sammlers. Ja, das sind so grundlegende Tipps. Ansonsten, ich sag mal so, einfach mal anfangen. Mit jedem Dorf, was man baut, also das ist jetzt mein drittes Dorf, mit jedem Dorf, was man baut, lernt man wieder was dazu. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wenn du konkrete Fragen hast oder sowas, immer raus damit. Ich und auch der Chat helfen da gerne. Ja, aber so grundlegende Einsteiger-Tipps, da tue ich mich immer schwer, weil das kommt auch drauf an, jeder hat einen anderen Spielstil. Dann ist ja hier, dass es Random-Maps sind. Man muss halt gucken. Also ich sage mal so, es ist halt immer vorteilhaft, wenn man möglichst viele verschiedene Ressourcen in einem engen Einzugsgebiet hat. Goldvorkommen werden halt im späteren Verlauf sehr, sehr wichtig. Da kann man halt natürlich auch direkt am Anfang gucken, ob man, dass man da vielleicht schon was sieht oder so, was man dann vielleicht nicht unmittelbar neben Dorf hat, aber in greifbarer Nähe. Und natürlich merk dir die Ressourcen, die du siehst, während du dein Hauptgebäude setzt, weil wenn du das Hauptgebäude gesetzt hast, wird quasi der Fog of War, sage ich jetzt mal, vergrößert. Dann siehst du, nachdem du das Gebäude gesetzt hast, siehst du weniger von der Map als während der Auswahl. Von daher auch so ein bisschen merken, wo waren welche Rohstoffe ungefähr. So, wir waren am Eingang. Ich wollte ein bisschen Fleisch kaufen. Gold ist ja mittlerweile angekommen. Ich bin zwar der Meinung, dass ich irgendwie mehr als 1000, aber naja, okay. So. Transportieren. Hat er noch irgendwas, was ich kaufen will? Käse wäre noch geil. Goldtransfer. Ne, da ist noch Gold unterwegs zu mir auf jeden Fall. Ja, irgendwie dauert das Goldumlagern gerade sehr lange, warum auch immer. Ah, da ist das Gold angekommen. Okay, mal nochmal Pause. Käse kaufen wir auch mal so ein bisschen. Das wäre übrigens auch noch was ich mir wünschen würde. Ein kleiner Overlay-Text bei den verschiedenen Nahrungsmitteln, wie so die Haltbarkeit ist. Also die müssen ja nicht hinschreiben, hält 5 Monate, aber sowas wie grundlegend halt, oh, verfällt relativ schnell, ist so mittelmäßig haltbar, hat eine sehr gute Haltbarkeit. Bei manchen Sachen sieht man das bei der Produktion, wie halt zum Beispiel bei Konserven oder so. Oder bei auf dem Feld, wenn du die Früchte anpflanzt, steht das manchmal dabei. Aber ich würde mir da hier so gerade beim Kaufen so im Overlay ein bisschen was wünschen. Und vielleicht noch ein grundlegender Tipp. Weil gerade am Anfang ist ja ein bisschen schwieriger ist mit Gold und so. Wenn man ein Handelszentrum hat und man hat 2 Händler gleichzeitig da, immer gucken, was verkauft der eine, was verkauft der andere. Manchmal hat man Glück und kann zum Beispiel bei dem einen Händler jetzt Rauchfleisch für 4 einkaufen und bei dem anderen Händler kannst du dann das Rauchfleisch für 5 oder 6 verkaufen. Das sind zwar relativ geringe Gewinnspannen, aber so kann man am Anfang ein bisschen an Geld kommen. Also schlauen Handel betreiben. Wir können ja mal gucken, haben wir hier zufällig gerade Felle, Ton, was wird denn hier verkauft? Felle, Ton ist interessant. Guck mal, der würde zum Beispiel Ton kaufen. Der kauft Ton für 4 und wir könnten hier Ton kaufen auch für 4. Na okay, das würde natürlich nichts bringen, aber manchmal hat man da so geringe Gewinnspannen, wenn man den Zwischenhändler spielt. Ich habe bis jetzt aufgefallen, dass Nahrung, genau, wenn du Nahrung im Händler einlagerst, verdirbt es nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also wenn man mal von irgendwie Überschuss hat, kann man sich auch einen Vorrat anlegen zum Beispiel. Also wenn ich den Käse vor uns zum Beispiel nicht verkauft hätte, hätten wir jetzt noch 500 Käse als Reserve zum Beispiel im Dingens liegen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Talg haben wir noch genug, würde ich jetzt mal nicht einkaufen. Ton haben wir auch noch genug, würde ich auch aktuell nicht einkaufen.
Ja, rohes Fleisch. Ich weiß nicht. Dann haben unsere Räucherer was zu tun. Und 2 für Fleisch ist auch okay. Wir müssen halt jetzt leider ein bisschen Nahrung. Bisschen Nahrung ranschaffen. Und Kicker, Dankeschön für. Kicker. Dankeschön für den Follow. Warte mal kurz. Habe ich da jetzt irgendwas falsch gelesen gerade? Ich muss nochmal ganz kurz. Was lese ich denn da für komische Sachen heute? Ah, ich bin ja schon ein paar Stunden am Stream. Ah, doch. Ars Kicker. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Genau. Waren gerade die zwei Namen so ähnlich, deswegen war ich irritiert mit Ares Kia und Arse Kicker. Ja, passiert. Ja, herzlich willkommen, meine Lieben. Seid gegrüßt. Vielen, vielen Dank für alle Follows. So, Fleisch haben wir ein bisschen gekauft. Machen wir Play, dann kommt das hier auch an. Nächster bitte. Und Ares Kia, auch dir vielen Dank für dein Follow. So war das jetzt nicht gemeint. Ich wollte da jetzt niemanden triggern oder so, ne? So, wir machen aber ein bisschen langsamer. Genau. Ja, wir haben jetzt halt jetzt gerade wieder, wir waren zwischendurch mal richtig, richtig schick mit Nahrung. Jetzt haben wir gerade wieder echt Probleme, was das angeht. Aber müssen wir halt mal gucken, ne? So, hier können wir, ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich sollte nichts mehr bauen. Und ich habe auch gerade als Tipp gegeben, nicht zu viele Baustellen auf einmal zu haben. Und meine ganze Map besteht quasi aus Baustellen. Aber wenigstens mal hier noch eine Straße hinsetzen. So. So, meinen Kühen geht's wieder gut. Wir haben halt über den Winter ein bisschen gehungert. Ja, das ist auch ein bisschen die Problematik. Natürlich im Ödland generell, die Fruchtbarkeit ist relativ niedrig. Dementsprechend ist natürlich das Weidegras für die Kühe, da ist die Futterqualität halt auch nur bei 38% hier, 44%. Ist alles so ein bisschen semi-optimal. So. Tendenziell hätten wir hier zum Beispiel auch noch einen super Platz für ein Feld, aber die Fruchtbarkeit ist halt nicht vorhanden. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Nahrung, die wir gerade eingekauft haben, die muss jetzt erstmal ordentlich verteilt werden und zu den Marktplätzen transportiert werden. Ja, Kerzen darfst du hier mal wieder einlagern. Achso, nee, Kerzen wollten wir verkaufen. Ja, das ist auch sowas. Ich habe hier gesperrt, dass Kerzen eingelagert werden sollen. Wieso liegen da Kerzen drin? Okay, hier habe ich es nicht gesperrt. Machen wir aber trotzdem mal. Das ist halt auch so ein Ding. So, da fehlt noch ein bisschen Feintuning sozusagen. Aber wenn ich das sperre, will ich halt nicht, dass das da eingelagert wird. Dann soll das Spiel das aber bitte auch nicht machen. Hier nehmen wir auch mal einen raus. Wir können zwar die Seife gut gebrauchen, aber wir haben am Ende eh nicht genug Kräuter. So. Korbwerkstatt, ja. Konnten wir auch lange, wir haben auch lange keine Weide mehr zum Kauf angeboten bekommen, oder? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir einen zweiten Schuster brauchen. Wir kommen mit Schuhen nicht nach. Wir haben immer nur so mal einen Schuh auf Lager. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, was unser Leder angeht. Aber das müssen wir dann halt im Zweifelsfall noch mit beikaufen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sag ich da immer. So. Ich guck nochmal, aber ich bin auch der Meinung, dass die jetzt auch keine... Nee, Waffen könnten wir kaufen... da fällt mir gerade auf, wir haben auch kein Eisen mehr. Das ist auch ein Problem. Okay. Wir werden folgendes...
Folgendes machen. Wo habe ich denn meine Minen? Die dürften ja noch nicht leer sein. Wie sieht das gerade aktuell bei uns mit Arbeitern aus? 41, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da können wir noch ein paar Leute abziehen. So langsam kommen wir leutetechnisch wieder in Schwung. Das hilft uns natürlich auch bei allem anderen. Wo hatte ich denn die Eisenmine? Ach, ja, warte mal, hier oben. Da. So, teilen wir mal und dann schmeißen wir mal hier die Schmelze wieder an. Aber reicht vielleicht erstmal, wenn wir einen... Wo wir eh nicht so viele Rohstoffe haben, vielleicht erstmal einen, aber das war ein bisschen mehr Eisen, weil Eisen brauchen wir ja auch für alles. Für Waffen, für Werkzeuge. Wie sieht das bei uns mit schweren Werkzeugen aktuell aus? Haben wir auch bloß eins auf Vorrat. Bier ist auch gerade wieder dünn. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass das Getreide... Eieiei, mit Nahrung müssen wir echt ganz schön fix auf den grünen Zweig kommen. Aber aktuell können wir nicht viel mehr machen, als laufen lassen, ne? Deswegen holen wir auch einfach mit dreifacher Geschwindigkeit. Ich muss mich echt zurückhalten, neue Baustellen anzufangen. Ich hätte noch 5 Ideen, was wir alles bauen können. Gefühlt. Wohnraum ist noch vorhanden. Wir sollten jetzt erstmal auf Einwohner, also den Wohnraum können wir natürlich auffüllen, aber grundsätzlich sollten wir jetzt auch nicht so viele Einwohner dazu holen. Auch wenn das natürlich generell ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff ist. Die Baustellen laufen ja nicht weg, ja, aber... Ich sag mal so, wäre geil, wenn die Mauer mal fertig wird, weil wir dann einfach besser geschützt sind. Weil ich habe das Gefühl, dass die nächste Plünderung nicht weit ist. Ich habe das Gefühl, dass die nächste Plünderung nicht weit ist. Wie viel Glas haben wir? Wir haben auch kein Glas. Das Ding ist halt, wenn wir kein Glas haben, stellen wir natürlich auch keine Konserven her. Nehmen wir hier mal 2 Leute raus, weil kriegen wir eh nicht so schnell verarbeitet. Jetzt gibt's lecker Essen. Was gibt's denn Schönes? Ich muss mir dann, glaube ich, auch nochmal 1-2 Schnittchen machen. Oder mache ich mir einen Linseneintopf warm? Linseneintopf wäre auch eine geile Idee. So, gut wird natürlich auch, wenn wir dann hier mal so langsam die ganzen Baustellen mit dem Häuser aufwerten durch haben. Das ist halt auch so ein Thema. Ah, wie sieht's denn bei uns? Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, dass ich die Dinger hier so auseinandergezogen habe. Da verliere ich nämlich gerne auch aus dem Blick, dass ich hier Felder düngen kann. 37, 42, 26. Ah, 73. Ich würde lieber die großen Felder düngen, um ehrlich zu sein. Machen wir auch. Willst du PS5-Spiele nie zocken? Das ist korrekt, TK, ne? Weil ich besitze gar keine PS5. Also ich spiele generell nicht an der Konsole. Ich habe zwar eine Xbox One rumstehen, aber die habe ich bestimmt auch schon 2 Jahre nie angehabt. Ich glaube, die müsste ich mal anmachen. Die braucht bestimmt erstmal 2 Tage, um alle möglichen Updates zu ziehen, die seitdem gekommen sind. Nee, ich bin kein Konsolenspieler. So, hier
kommen wir langsam nahrungstechnisch Gesamtmenge wieder so ein bisschen mit Verbrauch und es kommt sich wieder entgegen. Ja, uns verdirbt nichts mehr, weil alles weggefressen wird. Das ist schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Nudeln mit selbstgemachter Tomatenwurst. Da hätte ich aber auch Bock drauf. So richtig geil mit Fleischwurst und Tomatensauce und Käse. Oder so richtig schön Wurstgulasch mit so verschiedenen, so bisschen Fleischwurst, bisschen Knacker, bisschen dies, bisschen so richtig schönes. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber so richtig geiles Resteessen. Hey, auch Bock drauf. Bin ich dabei. Ich stehe sowieso so auf Resteessen. Also, man nennt es immer so schnöde Resteessen. Ne? Man macht es ja heutzutage nicht mehr aus Resten. Aber früher waren das halt so typische Resteessen. Einfach alles, was noch da ist, in den Topf geschmissen, so nach dem Motto. Früher hieß es Resteessen, heute heißt es One-Pot-Gerichte. Wie Soljanka. Ja, Soljanka ist ja auch eigentlich so ein ganz typisches Resteessen. Genau. Oh, Soljanka habe ich auch lange nicht gegessen, ey. Alles in einen Topf werfen und hoffen, dass es gut wird. Genau so ist es. Wie war das? Betet ihr zu Hause auch vorm Essen? Nee, meine Mutti kann kochen. Das kennen auch, glaube ich, nur die Ossis. Soljanka. Nee, ich glaube, das Ding ist, Soljanka kennt man, glaube ich, auch im Westen. Aber da ist das halt kein Resteessen, sondern da ist das, weißt du, da ist das was Gutes. Nee, aber doch ist eher so was Ostdeutsches oder was Osteuropäisches in dem Sinne. Aber ja. Das ist schöner, weißt du, so. Ich meine auch Eintöpfe. Eintöpfe waren ja früher in dem Sinne auch eigentlich Resteessen, ne? Eintöpfe sind ja auch, hat man ja auch nur zusammengeschmissen, was noch so an Gemüse und Resten so da war, ne? Heute wird das als geiles Essen verkauft. So hat sich die Gesellschaft gewandelt in dem Sinne. Aber ich stehe total auf Eintöpfe und so, ja. Also deswegen, so dieses typische Resteessen ist halt das, was ich total geil finde. So Hausmannskost, Resteessen, Eintopf. Finde ich super. Samstag war mal Eintopftag. Ey, bei mir, ich habe immer entweder Eintopf von Mutti im Frost. Manchmal lasse ich mir von Mutti schön Eintöpfe kochen. Oder halt Doseneintopf oder so. Aber das ist immer im Haus. Und das ist schnell gemacht und warm gemacht. Ich selber koche relativ selten Eintopf. Einfach, weil wenn ich einen Topf Eintopf koche, ja, dann die ganze Woche nur Eintopf ist auch doof. Beziehungsweise muss ich sagen, tendenziell koche ich eigentlich ganz gerne. Aber ich koche sehr, sehr selten. Weil ich immer keine Lust habe, so für mich alleine zu kochen. So für andere Leute kochen ist immer geil, das macht Spaß. Aber so für mich alleine habe ich immer keinen Bock zu kochen. Da gibt es halt eher was ich schnell mal in die Mikrowelle schieben kann oder so. Das Blöde bei uns ist, bei Netto gibt es kein Hühnerklein mehr, oh ja. Das ist natürlich schade. Ja, das ist halt auch sowas, ne? So richtig schön Eintöpfe und Sachen so selber ansetzen. Auch so Bratensoße selber ansetzen und so. Mache ich tendenziell, könnte ich, gar kein Problem. Ich bin dazu in der Lage. Aber ich mach's halt nicht, weil es dann am Ende doch einfacher ist, schnell eine Tüte zu kaufen oder so. Weil dann einfach das Ding ist, für mich alleine ist mir der Aufwand zu groß. Ich glaube, das ist viel, viel mehr bei mir das Problem. Nicht mal Faulheit oder die Zeit investieren zu wollen oder so, sondern einfach für mich alleine ist mir der Aufwand zu groß. So, wir haben jetzt hier Boden eingeebnet. Da können wir jetzt hier nochmal Wand setzen, was da fehlt. Ich sehe bloß gerade nicht, was jetzt hier die passende... Da müssen wir lang. Na? So. Dann muss da natürlich noch ein Tor hin, sonst bringt uns das alles nichts. Ja. Jetzt müssen wir hier noch den Weg einebnen, damit wir das Tor setzen können. So, dann habe ich wahrscheinlich hier noch keinen... Nee. Oh, wir haben schon wieder Winter.
gleich. Aber die Nahrung ist jetzt ein Ticken nach oben gegangen. Nicht viel, aber ein Ticken. Ich glaube, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Alter, wir haben mittlerweile 41 Bauern. Eieieiei. So. Und ich würde jetzt aber tatsächlich mal über den Winter nicht alle abbauen schicken, sondern wir müssen mal hier die Baustellen ein bisschen fertig machen. mal die Bauarbeiter hier extrem erhöhen. Ich habe selbstgemachte Soße im Tiefkühler in den Eiswürfeldingern. Perfekt zum Portionieren. Ja, definitiv. Da kannst du auch so richtig geil konzentrierte Sachen machen, dass du dann für einen ganzen Topf Soße, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen nur zwei davon brauchst und so. Das mache ich auch ab und zu. Manchmal habe ich halt Bock darauf, mich hinzustellen und das zu machen, aber ich mache es halt eigentlich viel zu selten. Aber das sind gerade sowas, kann man halt echt gut vorbereiten. Und dann schmeißt du halt zwei, drei Eiswürfel in 400 Milliliter Wasser und, ne? Aber wenn du das halt richtig geil machen willst, ist das halt ein bisschen mit Aufwand verbunden und leider fehlt mir dann halt oft die Lust dazu. Oder ich sag dann, ach nee, komm, ehe du dich jetzt hier 3 Stunden in die Küche stellst und irgendwas kochst, machst du halt lieber einen Stream an oder irgend sowas. Ich würde auch tatsächlich mal hier noch ein Tor ins Nirgendwo bauen. Oder so dahin, dass der Jäger hier raus kann. Ich glaube, ich stand 4 Stunden für die Soße in der Küche. Ja. Ich meine, wenn man es genau nimmt, lohnt sich halt der Aufwand, ne? Du stellst dich einmal 4 Stunden hin und bereitest das vor und hast halt, ich sage jetzt mal ganz blöd, in Anführungsstrichen, das nächste halbe Jahr Ruhe und musst keine Chemie kaufen in dem Sinne, sondern weißt halt genau, was drin ist. Aber ja, wie gesagt, man macht es zu selten. Ich bin technisch dafür in der Lage, aber... Ja, wie das dann halt manchmal so ist, ne? Selbstgemacht schmeckt auch besser. Ja, weil man es halt für seinen eigenen Geschmack machen kann, ne? Da muss ich übrigens auch nochmal einen Verbesserungsvorschlag. Ich finde es ja ganz nice, dass auch im Kornspeicher Fässer eingelagert werden, um die Haltbarkeit vom Korn zu erhöhen. Aber warum ist das im Kornspeicher nicht wie in allen anderen Lagern, dass ich das hier sehe? Warum wird mir das nur mit diesem Symbol oben drüber? Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, das Ding ist voll, aber das Ding ist komplett leer. Und dann ist halt auch geil, dann wird das Korn in dem Speicher eingelagert, wo keine Fässer drin sind, um es länger haltbar zu machen. Statt in dem Lager, einfach wahrscheinlich, weil es näher dran war am Feld oder so. Da denkt das Spiel noch nicht so 100% mit. Aber wie gesagt, ich würde halt einfach, würde es viel mehr feiern, wenn man jetzt, wie im normalen Lager, sieht man ja die Fässer hier. Warum... Ich denke mal, das wird noch eingepflegt. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Aber wäre halt schick. Also wäre auf jeden Fall schick, wenn es so wäre. Aber wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist alles so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. So, wir können nichts machen. Oder wir wollen gerade nichts machen. Deswegen... die Fässer verbrauchen sich. Ja, du musst quasi permanent Fässer herstellen, um deine Lager abzudecken. Huch, falsche Taste gedrückt. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte mal gucken, wie generell unsere Lagerauslastung ist. Unsere 2 Hauptlager gehen so langsam voll. Okay. Frag mich nur, warum das Lager so voll ist. Was ist denn in dem Lager bitte so schwer? Da frage ich mich auch, ist das irgendwie nach Gewicht oder zählen da wirklich die Einheiten? Ne? Also ich meine... Jetzt mal ganz blöd gesagt, tun wahrscheinlich 1200 Pfeile nicht so viel wiegen wie 100 Mehl. Oder vielleicht kommt sich das gleich vom Gewicht, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht so richtig. Ist das nach Einheiten? Ist das nach Gewicht? Ich glaube, das ist nach Einheiten berechnet. So. Und dann sind natürlich die vielen Pfeile problematisch. Und hier das viele Mehl. Wir kommen eigentlich gerade gut mit Mehl hin. Vielleicht sollten wir noch einen Bäcker bauen. Das würde A, bei der Nahrung helfen und B,
Ich meine, Mehl wird zwar, glaube ich, nicht so schnell schlecht, aber wäre natürlich auch cool, wenn wir es verarbeiten, ne? Das behalten wir mal im Hinterkopf. Weil Brot ist ja jetzt auch nicht so, dass wir Brot in Unmengen hätten oder so, ne? Ja, wie gesagt, so kleine Verbesserungen gibt es natürlich hier und da immer. So, was ich eigentlich gucken wollte, was brauche ich denn zum Aufwerten? Bretter. Aber Bretter ist auch gerade mal, ich weiß, achso, die Bretter gehen alle noch fürs, hier hinten fürs Aufwerten der Häuser drauf. Aber das sollten wir jetzt langsam durch haben. Dadurch, dass ich jetzt über den Winter mal die Bauarbeiter hochgestockt habe, geht das mit dem Bauen mal ein bisschen voran hier. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall die Lager mal aufwerten demnächst. Wie viele Pfeile haben wir denn? 1600. Ja, da will ich die Produktion jetzt auch nicht einschränken. Ja, das stimmt, Zähnchen. Da gebe ich dir recht. Zwei Nutztiere geboren. Das ist sehr gut. So, wir gehen mal kurz auf auf normale Geschwindigkeit. So, und dann. Ja, hier haben wir auch schon öfter gesagt, wäre natürlich nice, wenn es hier entweder man so mit Shift-Klick direkt so 5 Leute einstellen kann, oder wenn es einfach so Buttons noch zusätzlich geben würde mit komplett voll machen, komplett leer machen oder so. Aber wie gesagt, das sind dann auch einfach nur so Nice-to-Have-Dinger. Dein DD steht für die Stadt, genau so sieht's aus. Ich komme aus dem wundervollen Elbflorenz, auch Dresden genannt. Kann ich hier reinklicken und eine Zahl eingeben? Nee, das hatte ich nämlich, glaube ich, noch nicht probiert. So. Wir haben so viel Mehl, es liegt schon auf der Straße. Ich aus Klein-Venedig. Okay, das sagt mir nichts. Aber man kann ja nicht alles kennen. Ja, vor 20 Jahren war Dresden auch mal Klein-Venedig. Oh. Schlechte Blutwitze. Oh. Entschuldigung. Little Berlin. Nee, sagt mir auch nichts. Ich kenne die Spitznamen. Ich kenne nur Elbflorenz. Dresden ist Elbflorenz. Alle anderen Spitznamen sind mir egal. Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Kilometer westlich von Berlin. What the fuck, ey? Was weiß ich denn, was 98 Kilometer westlich von Dresden ist? Bamberg. Was? Nee, Bamberg ist weiter weg, oder? Ja, Bamberg ist weiter weg als 98 Kilometer. Bamberg ist doch da drüben bei Bayreuth und Würzburg, so die Ecke Nürnberg, Fürth. Ist da nicht Bamberg irgendwo? Also so grob. 98 Kilometer westlich von Dresden. Was ist denn da? Hof. Die geheime eigentliche Hauptstadt von Sachsen? Ach, du willst doch jetzt nicht etwa Leipzig sagen. Ist Leipzig westlich von Dresden? Ist das nicht eher nördlich von Dresden? Ich habe die Karte nicht im Kopf. Leipzig ist doch nicht die... Also, Leipzig ist viel, aber nicht die Hauptstadt, die eigentliche Hauptstadt von Sachsen. Also, bitte. Also, ey, jetzt kommst du mir ja aber. Also, hallo? Leipzig. Es ist westlich, okay. Ich habe die Karte, also so aus dem Kopf Geografie, da wird's schwierig bei mir. Was ich ja auch immer nicht glauben kann, also obwohl ich das ganz genau weiß, dass es so ist, aber jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, klingt das verrückt einfach. Aber guckt mal auf der Karte nach. Berlin ist nördlicher als London. Nee, war das Berlin? Doch, ich glaube, Berlin war nördlicher als London.
Das ist so krass, kann man sich irgendwie immer gar nicht vorstellen. Aber bevor ich Scheiße erzähle, gucke ich lieber nochmal nach. Doch, Berlin ist nördlicher gelegen als London. Guckt's euch auf der Map an. Das klingt absolut verrückt. Man denkt immer, dass Großbritannien viel, viel nördlicher ist. Aber das ist halt übelst krass. Berlin ist vom Breiten, ist das dann der Breitengrad? Ja, der Breitengrad ist das dann. Nördlicher als London gelegen. Ja, und ich sag mal so, also sagen wir mal nordwestlich bei Leipzig, ne? Also westlich, es ist westlich von Dresden, aber eher so Nordwesten. Aber ist krass, ne? Da kann man überhaupt nie, denkt man manchmal gar nicht. Also das sind so scheiß Fun Facts, so vollkommen unnützes Wissen, weißt du, so ein Scheiß kann ich mir merken. Dreh die Karte einfach um. Ja, genau, dreh. Dann passt's wieder, ne? Es kommt alles auf den Blickwinkel drauf an. Ich verstehe. So, wie sieht denn das jetzt hier drüben mit unseren Feldern aus? Geht's da voran? Ah, da brauchen wir noch 3000 Arbeitskraft. Da brauchen wir noch 5000 Arbeitskraft. So, Kühe. Wir kommen auch langsam wieder in den Schlachtungsbereich. Das wird uns... Ich meine, das war natürlich, dass uns vor uns so 8 Kühe auf einen Schlag gestorben sind. Hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Und dass ich natürlich hier die Herde nochmal so ein bisschen aufgeteilt habe. Aber wir fangen uns so langsam wieder, würde ich sagen. So ganz langsam geht's wieder ein Ticken aufwärts. Wie sieht denn das eigentlich hier hinten mit dem Fischer aus? Den habe ich vergessen zu positionieren. Der angelt zwar die ganze Zeit, aber... Eieiei, Leute, das habe ich... Den Fischer hier hinten habe ich total vergessen, um ehrlich zu sein. Oh, ich mag Dresden. Ich auch. Ich auch. Bäcker wollten wir noch einbauen. Na, jetzt sind hier endlich mal die ganzen Aufwertungen durch, nachdem ich im Winter ja mal ein bisschen die Bauarbeiter angehoben habe. Das ist sehr schön. Oh, wir haben auch ein ganz schönes Stück Mauer geschafft. Das ist auch gut. Bäcker. Wir haben da einen Bäcker. Sollen wir hier hinten noch einen Bäcker hinbauen? Ich meine, hier kommt ja... Na, wobei, so groß wird das Wohngebiet auch nicht mehr, ne? Ein schwieriges Thema hier, wo wir noch einen Bäcker hinbauen könnten. Vielleicht hier oben. Ich glaube, hier oben wäre ganz cool noch ein Bäcker. Komm, wir bauen noch einen Bäcker. Wir haben gerade das Mehl dafür. Wahrscheinlich werde ich dann demnächst wieder Mehlmangel haben, aber ey. Wo ist denn der Bäcker? Bei der Nahrung sollte ich schauen, ne? Ja. So, dann steigt hier auch die Attraktivität nochmal einen Ticken. Görlitz ist auch eine sehr schöne Stadt, ja. Boah, schon ewig her, dass ich mal in Görlitz war. Aber ich bin auch nicht so der Städte-Touri. Bin überhaupt nicht so der Urlaubsmensch. Bleib lieber zu Hause und zock. So. Dann können wir jetzt mal wieder hier... Tun wir zuerst das Lager aufwerten. Wir tun beide den Auftrag schon mal geben für beide. Würzburg, da bin ich nur mal durchgefahren, als ich von Bayreuth nach Köln gefahren bin. Hier sind wir gar nicht vorbeigefahren. Wir sind sogar einmal quer durchgefahren, weil irgendeine Autobahnbaustelle war.
und die Umleitung mitten durch Würzburg durchging. Händler sollten wir mal angucken, wa? Ja, zu verkaufen haben wir immer noch nichts. Unsere Bierproduktion ist auch gerade... Ich muss mal gleich mal bei unserem Brauer vorbeigucken, was da los ist. Wir brauchen unbedingt die Gewürze. Und wir brauchen Gold. Unsere Goldvorräte sind gerade ganz schön geschrumpft. Wir waren da... Da müssen wir mal wieder ein bisschen im Auge behalten. Aber wir müssen zurzeit halt sehr viel zukaufen. Die Würzburg direkt hoch oben, abends beleuchtet, sieht doch wunderschön aus. Okay, so, da bin ich um... Das habe ich nicht gesehen. Aber ja, sowas ist meistens dann auch gut in Szene gesetzt und so, ne? Ja, sonst haben wir immer eine Überproduktion an Bier. Müssen gleich mal gucken, wo es da so mangelt. Okay, ich weiß nicht, ob hier ein zweiter Händler noch auf dem Weg ist. Kommt bestimmt gleich einer. Wo habe ich meine Brauerei? Da. Ah, da arbeitet nur einer. Was ist da denn los? Wollen wir mal zwei reinmachen hier, dass wir ein bisschen Bier auf Vorrat kriegen. So. Oh, und schon ist die Nahrung wieder knapp. Aber die Felder werden jetzt gleich erst geerntet. Gucken wir mal, was steht denn hier so an? Okay, hier kommt halt Getreide. Hier kommt gleich ein paar Möhrchen. Noch ein paar Möhrchen. Noch ein paar Möhrchen. Noch ein paar Möhrchen. Da kommen später Bohnen. Da kommt Getreide. Okay. Ja. Ja, dann machen wir hier kommt noch ein Getreidefeld quasi und noch ein Nahrungsfeld. Und dann gucken wir mal, wie läuft. Wir bewegen uns auf jeden Fall aktuell sehr grenzwertig, was hier alles angeht. Und Plünderer. Ich habe gerade mal nach den 20 schönsten... Städten in Deutschland, nehme ich mal an, meinst du, gegoogelt? Ich glaube, die Seite in Bayerisch. Ja, gut, bayerische Städte, die haben halt wundervolle Altstädte und so, ne? Das ist... Die haben schon schicke Sachen da. So, von da kommen sie. Okay. Alarm! Hallo? So. Ja, wäre halt cool, wenn die Mauer schon fertig wäre, ne? Lauft! Lauft um euer Leben! Ich kann es mir nicht leisten, Dorfbewohner zu verlieren. Okay, aber das sind immer noch relativ normale Angreifer. Lustig wird es dann, wenn die mit den Rammböcken kommen. Das wird interessant. So, die kommen von da. Wir tun schon mal hier unsere Soldatis in die Stadt ziehen. Dass die im Zweifelsfall hier verteidigen können. Die können auch nur arbeiten. Ja, jetzt gerade sollen sie laufen und nicht arbeiten. Ich habe das Gefühl, die ersten fliehen schon wieder. Okay. Aber ist cool. Meine Bauern machen das komplett richtig. Die tun die Plünderer Richtung Geschütztürme ziehen. Was ist denn hier eigentlich los? Steht ein Händler rum, der kommt ja nicht lang, oder was? Das ist ja auch geil. Moment, hier sind auch gerade irgendwie... Ach so, die sind alle tot. Okay, das ist okay.
Ich dachte gerade. Ja, ihr Narren, lauft einfach auf meine Türme zu. Sehr geil. Nochmal 26 Plünderer oder sind das dieselben? Ne, sind dieselben. Da kommt auch noch ein Händler gefahren. Der Händler hängt da irgendwie fest. Ist ja auch witzig. Ja, wenn wir von der Seite angegriffen werden, ist schon cool. Oh, da kommen auch noch mal welche. So, aber das sind jetzt hier einige, die an meinem Tor stehen. Und weil wir das vor uns hatten, guck mal, der Turm hier, der schießt jetzt auch gerade nicht. Weil der vom Winkel her wahrscheinlich nicht so nah ans Tor schießen kann. Und der Händler in aller Seelenruhe, der wird jetzt gleich hier durchfahren. So, die fliehen und sind gestorben. Da hinten kommen noch mal ein paar. Oder kommen noch einige. Ja, keine Ahnung, warum der Händler hier festhängt. Um ehrlich zu sein. Was bestimmt noch gut kommen würde, wenn man sich gegebenenfalls eigene Karten erstellen kann mit Flüssen und dann noch Brücken und so. Ja. Ja, Brückenbau wäre an sich cool. Wobei so Flüsse, wenn... Also bisher habe ich nur so Seen gesehen. Ich weiß nicht, ob es auch so flussmäßig was gibt. Aber ja, so ein Karteneditor wäre auf jeden Fall was für ein späteres Update. Bestimmt nicht so schlecht. Ist der Weg vielleicht zu steil? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also hätte ich bisher noch nicht gehabt, aber behalten wir mal im Auge. Nochmal 11 Plünderer gesichtet. Okay, die tüdeln halt hier hinten rum und fliehen. Wir kümmern uns mal um den Händler hier. Mal kurz Päuschen machen. Ah, Kerzen. Ja, wenn die Produktion mal wieder von den Kerzen besser laufen würde, könnten wir die auch mal wieder einlagern zum Verkaufen. Bier läuft auch aktuell nicht so. Boah, Eisen würde ich schon gerne ein bisschen was kaufen. Ah, so teuer. Vielleicht mal so 50 Stück. Wenigstens wieder ein bisschen was im Lager haben. Dass hier die Waffen- und Werkzeugproduktion und so besser läuft. Ansonsten Fisch. Ja, komm. Bisschen Fisch ist fast genauso. So. Jetzt brennt unter meinem Bauernhof. Ich glaube, ich habe hier keinen Brunnen oder so. Kann das sein? Das ist jetzt, doch, da ist ein Brunnen. Boah, ich kann ja hier einfach nochmal probieren. Ich meine, wir können ja hier versuchen, nochmal ein bisschen zu kletten, dass das vielleicht nicht so steil ist. Ich glaube, meine Dorfbewohner sind gerade mit was anderem beschäftigt, als jetzt den Bauernhof da zu löschen. Na, gucken wir mal. Also hätte ich noch nicht gehabt, das Problem, dass irgendwie ein Weg zu steil gibt. Also wenn du einen Weg bauen kannst, kann er eigentlich auch benutzt werden. Von daher, keine Ahnung. Icke, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, jetzt der Angriff vorbei. Wir lassen die Leute mal wieder raus. Grüße aus dem Lurk. Ja, herzlich willkommen. So, ich guck mal. Erste Plünderung ist schon durch. 18 Leute gekommen, 18 Leute tot. Nice. So muss das. So gefällt mir das. So, mal sehen, ob der Wagen sich dann hier irgendwann mal bewegt.
Schauen wir mal. Leute, wäre cool, wenn ihr so langsam hier mal die Gebäude löschen würdet. Okay, sie bewaffnen sich mit Wasser und sind auf dem Weg. Machen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. 37 gekommen, 28 gestorben. Bis jetzt ist noch kein Dorfbewohner hier gestorben und auch kein Gebäude zerstört worden. Das lief gut bis jetzt, was Verteidigung angeht. Und auch nichts geplündert. Aber Leute, ihr solltet euch hier ein bisschen beeilen, sonst haben wir gleich keinen Bauernhof mehr. Seid ein bisschen unpraktisch, dass das jetzt gerade mitten im Angriff passiert ist und meine Dorfbewohner halt eher schreiend mit den Händen in den Himmel geworfen, schreiend weggerannt sind. Oh, ganz knapp gerettet das Ding. So, jetzt bitte da auch den Obstbauern noch. Dankeschön. So. Die Leute müssen jetzt auch wieder... Das hat auch natürlich unsere Feldarbeit jetzt sehr stark behindert. Okay, lassen wir mal wieder ein bisschen schneller laufen. Das da können wir zurück in die Garnison. Ja, aktuell brauchen wir auch tatsächlich unsere Soldaten gar nicht. Nicht wirklich zumindest. Dorfbewohner verhungert. Das ist natürlich nicht so geil. Wärst du mal lieber im Kampf gefallen, wa? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir gar kein Essen da haben, ne? Also Dorfbewohner verhungert finde ich halt auch ein bisschen hart. Wenn er zu blöd ist, sich Essen zu holen, dann kann ich ohne dafür. Na guck mal, der fährt jetzt wieder hier. Der hat keinen Bock mehr gehabt, der hat jetzt umgedreht. Oder war das der andere, der hier stand? Nee, nee. Ja, der hatte keinen Bock mehr, der ist wieder gefahren. Ist auch okay. Lieferservice war aus, ja. Ja, das ist halt das Ding. Die Leute hier müssen halt losgehen und das Zeug ist halt auch kaum... Also die Einwohner holen sich die Nahrung ja aus dem Marktplatz. Und die Dudes, die im Marktplatz arbeiten, sind natürlich dafür verantwortlich, dass hier immer was drin ist. Wie gesagt, ich finde, der Warentransport, der funktioniert noch nicht so gut. Beziehungsweise würde ich mir halt eine Option wünschen, wie schon öfter erwähnt, wo man einfach die Priorität festlegen kann. Wo man sagen kann, es ist wichtiger, dass Nahrung transportiert wird, als dass Holz transportiert wird. Als Beispiel. Apropos Holz, da haben wir auch echt ganz schön viel gerade. Und von normalen Holz nicht mehr so viel. Wir machen mal kurz... Ich guck mal ganz kurz, wie hier unser Abbau so... Okay, da ist noch Holz markiert zum Abbauen. Da sind Steine markiert. Steine brauchen wir vielleicht gerade erstmal nicht unbedingt markieren. Moment. Falsche Taste gedrückt. Holz ist gerade wichtiger als Steine. Steine haben wir aktuell. Halt gucken, dass wir nicht so weit weg. Ja, die Bäume in der Stadt, die können wir ja mal stehen lassen. Da haben wir auch noch ein bisschen was zum Abbauen. Okay. Da haben sie im Winter noch ein bisschen was zu tun.